Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen gemeinsam Sigma Theory. Das ist ein rundenbasiertes Spiel über den globalen Kalten Krieg der Zukunft. Und ich würde sagen, bevor ich weiter darüber rede, beginnen wir doch einfach und legen uns sozusagen einen neuen Account an. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sigma Theory. Wir erstellen uns erstmal einen Charakter sozusagen. Ich habe das übrigens noch nicht gespielt, also ich habe noch gar nicht reingeschaut. Deswegen ist auch nur ein neuer Account. Ich habe das mir noch nicht angesehen und ich würde mal sagen, wir nennen uns Sora. Und den Nachnamen, da wählen wir einfach... Warte mal, erstmal machen wir eine Zugehörigkeit. Wir können jetzt natürlich sagen, wir sind... Der erste japanische Wissenschaftler kann von einer fremden Nation weder verführt noch überzeugt werden. Ah, das heißt, wir haben verschiedene Nationalitäten mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Der USA fällt es leichter, Wissenschaftler zu überzeugen. Der erste russische Wissenschaftler ist besonders effizient. Der erste von China rekrutierte Agent ist ein Kampfkünstler. Diplomatische Beziehungen mit anderen Ländern starten auf einem höheren Niveau, wenn wir uns für Indien entscheiden. Der erste rekrutierte Agent von Frankreich ist ein Verführungskünstler. In Großbritannien hat es der erste rekrutierte Agent der wird deinem Land immer treu sein, das heißt, wir werden dir keinen Überläufer haben. Der erste deutsche Wissenschaftler kann in jedem Fachgebiet tätig sein. Und der erste rekrutierte aus der Türkei ist ein Zielschütze. Und bei Korea hätten wir einen Verkleidungskünstler. Und hier eben nochmal weder verführt noch überzeugt. Die Frage ist, was wir nehmen. Ich könnte mich jetzt natürlich für Deutschland entscheiden, weil wir sind ja hier in Deutschland erstmal. Und das wäre, glaube ich, auch ganz praktisch. Dann hätten wir, glaube ich, viel Freiräume, weil wir uns einfach für jedes Fachgebiet entscheiden könnten. Ich nehme da einfach mal Sora Ithil. Beziehungsweise bleiben wir mal bei Soraya. Ithil, so nenne ich ganz oft meine... Das nehme ich ganz oft als Nachnamen für Charaktere, die nicht einer speziellen Nationalität zugehörig sind. Da würde ich doch mal sagen, machen wir weiter. Ich darf meinen Ehepartner aussuchen. Das ist sehr, sehr cool. Korrespondierende Profil. Warte mal. Da kann ich mir also einen Ehepartner... Ich würde mich mal für einen klassisch männlichen entscheiden, einfach weil wir weiblich sind. Dann haben wir so ein bisschen Abwechslung drin. Jack Raynden, Daniel Pardo, Alexei Bogachev? Daran werde ich mir jetzt nicht die Zunge brechen, da würde ich, glaube ich, nur jeden Russen beleidigen. Yi Taoxu, Louis Zemin oder... Okay, der Name ist mir auch zu kompliziert. Ich würde fast sagen, wir suchen uns aber jemanden aus, der nicht unserer Nationalität... Ach nee, wir können uns gar niemanden aussuchen, der unserer Nationalität entspricht. Das finde ich ganz cool. Thomas Breckenridge, Green Gray oder Peter Gordon. Ehrlich gesagt fände ich ja tatsächlich Korea oder Japan ganz interessant. Ich glaube aber eher Korea, eher vielleicht. Hier mit den Pfeilen, das stelle ich mir ganz cool vor. Weil er natürlich auch interessant wäre. Farouk Aydin. Finde ich sehr interessant. Hier auch. Haben wir jetzt eigentlich schon alle angesehen? Ich glaube, ja. Tja. Was hat es denn mit meinem Ehepartner auf sich? Also wir sind Soraya Ithil aus Deutschland. Wir können in jedem Fachgebiet tätig sein und unser Ehemann, das wird einfach der hübsche Bogenschütze hier aus Nordkorea. Also hübsch ist immer relativ... Wenn ich rein vom Aussehen gehen würde, würde ich sehr wahrscheinlich sagen, er sieht ziemlich cool aus. Wir können aber auch ihn nehmen. Die Frage ist halt wirklich Deutschland. Mit welchem Land wollen wir... Er wäre mir als Ehepartner ehrlich gesagt ein bisschen zu alt und bei ihm wäre ich mir jetzt auch nicht so... Wobei er sieht, glaube ich, nur so aus wegen seinem Vollbart. Aber ihn haben wir uns gar nicht näher angeschaut aus Indien. Moment. Indien? Hier, Frankreich. Schwierig.
Ich weiß dann auch noch nicht, wofür die tatsächlich gut sind. Ich sage jetzt einfach hier, komm, ich nehme den Bogenschützen. So. Jae-sung aus Korea. Perfekt, das ist unser Ehepartner. Wir sind mit dem Bogenschützen verheiratet. Das wird eine lustige Partnerschaft. Oberst Ethiel. Okay, das klingt seltsam. Egal. Oberst Ethiel. Ich bin Otto von Lersner und ich habe Ihre Stationierung auf diesem Posten beauftragt. In den nächsten Monaten werden Sie in erster Linie mir unterstellt sein. Soraya, aufgrund Ihrer Expertise sowohl in der Organisation verdeckter Operationen als auch in diplomatischen Verhandlungen, werden Sie mit der Leitung der Spionageabwehr beauftragt. Allerdings hat die deutsche Regierung noch eine viel wichtigere Mission für Sie. Vor einigen Tagen hat die wissenschaftliche Gemeinschaft die sogenannte Sigma Theory ausformuliert. Eine Methode, die den wissenschaftlichen Fortschritt rapide beschleunigt und das Potenzial besitzt, die Welt ins Chaos zu stürzen. Innerhalb weniger Wochen werden wir die Entwicklung neuer Waffen von erschreckender Macht erleben. Neue Werkzeuge und Technologien werden die Wirtschaft, den Energie- und Transportsektor sowie die Gesellschaft und den menschlichen Verstand selbst auf den Kopf stellen. Unsere Zivilisation wird sich vollkommen verändern. Die deutsche Regierung möchte die Sigma-Technologie monopolisieren. Das Land, das Sigma beherrscht, wird auch die Welt beherrschen. Ihre Mission? Enthüllen Sie diese Technologien mit den besten Wissenschaftlern an Ihrer Seite. Tun Sie gemeinsam mit Ihrem Team aus Agenten, was getan werden muss, und setzen Sie Überzeugungskünste, Diplomatie und auch Gewalt ein, um die wenigen in diesen Fachbereichen tätigen, Wissenschaftler unter Ihre Kontrolle zu bringen. Derzeit arbeiten zwei von Ihnen in unseren Laboren. Wir statten Sie außerdem mit einer Überwachungs- und einer Kampfdrohne aus, um Ihre Einsätze zu unterstützen. Darüber hinaus befähigen wir Sie, eigenständig mit den Diplomaten anderer Nationen zu verhandeln. Ich überlasse Sie nun Ihren taktischen Operationen, damit Sie mit der Rekrutierung Ihres Teams beginnen können. Alles klar. Wow, da sehe ich schon mal sehr viel. Nach der Enthüllung der Sigma Theory hat mich Deutschland mit der Leitung einer neuen Geheimdienstoperation beauftragt, die den klassischen Geheimdienst mit wissenschaftlichen Forschungen und internationaler Diplomatie verknüpft, um die Interessen unseres Landes durchzusetzen. Meine erste Aufgabe ist die Rekrutierung von 4 Agenten aus einer Datenbank mit den besten verfügbaren Kandidaten. Ich benötige ein professionelles Team mit breit gefächerten Talenten, sodass ich bei Bedarf sowohl mit Gewalt als auch mit Raffinesse agieren kann. Hier ist die Liste der verfügbaren Agenten. Dann sehen wir uns mal ihre Fähigkeiten an und wählen die besten von ihnen aus. Einige dieser Agenten arbeiten für, gewöhnlich nicht für Regierungsinitiativen, selbst wenn die Bezahlung stimmt. Bevor ich den nächsten Agenten rekrutiere, sollte ich mir das Profil genauer durchlesen, um zu verstehen, was diese Person motiviert. Übrigens, heute, wo ihr dieses Video seht, ist Sigma Theory theoretisch noch nicht erschienen, aber morgen könnt ihr es dann selbst spielen, wenn ihr es euch kauft. Gucken wir also mal. Der Kandidat mit den vielen Achten als Name. Ti Taoxu aus China. Verführungskünstler. Oh, hier. Nur wenige Wissenschaftler können dem Charme dieses Agenten widerstehen. Er ist sehr loyal, quittiert ungeachtet aller Widrigkeiten niemals den Dienst und er ist stur. Er arbeitet für gewöhnlich allein und könnte ihre Befehle bei Exfiltrationsmissionen womöglich missachten. Alles klar. Haftbefehle, Aufklärung, ich weiß ja nicht so. Also, Ji Taoxu hat tausende Leben und tausende Abenteuer hinter sich. Er hat Koffer voller Geld aus den Casinos der Triaden in Ningbo gestohlen, sich auf dem Schreibtisch des britischen Premierministers tanzend fotografiert. Das ist irgendwie cool. Und wenn ein Tsunami droht, dann greift er als erstes nach seinem Surfbrett. Er lebt jeden Tag, als wäre es sein letzter. Und oft ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist ein Mann, der zu allem fähig ist. Ob es ihm gefällt oder nicht. Das ist sehr cool. Was haben wir denn hier für Werte? Das ist, glaube ich, Intelligenz und Kraft. Das ist bei ihm sehr ausgeglichen. Das ist sehr schön. Wir rekrutieren mal nicht. Wir gucken uns tatsächlich erstmal... Okay, hier unten sind noch Geheime. Ich weiß nicht, ob wir die uns... Oh, das sind sehr viele. Ich weiß nicht, ob wir uns die erstmal noch freischalten müssen durch Beziehungen oder ob die vielleicht in der Vollversion dann kommen, denn noch spielen wir sozusagen die Beta. Dann hätten wir Aphrodite.
Kim Jong-soon aus Korea, Verführungskünstlerin, das kennen wir schon prominent, erregt mehr Aufmerksamkeit und muss bei einer Einreise in andere Länder besonders gut aufpassen. Aber ist auch inkognito, kann frei in jedes Land einreisen, ungeachtet möglicher Haftbefehle. Sehr wahrscheinlich. Ah, verstehe. Und er hat einen Haftbefehl in China, das heißt, wir könnten ihn nicht in China einsetzen. Oder wir wollen riskieren. Also, außer wir wollen natürlich riskieren, dass er verhaftet wird. Aphrodite. Die ehemalige Miss Südkorea und anschließende Miss Universum wird gemeinhin als schönste Frau aller Zeiten angesehen. Ihr Aufstieg zur Weltberühmtheit hat ihrem Studium in internationaler Wissenschaft ein Ende gesetzt, aber sie direkt mit den Reichen und Mächtigen in Kontakt gebracht und ihr naturgegebenes Talent für Diplomatie raffiniert. Die sportliche, entschlossene und loyale junge Frau strebt danach, mehr zu sein als nur ein schönes Gesicht. Als Berühmtheit mit einem globalen Profil ist sie eine wahrlich einzigartige Geheimagentin und hat weitaus mehr zu bieten, als der erste Eindruck vermuten ließe. Sie fände ich sehr interessant, denn keine Haftbefehle, das ist immer gut, und sie könnte halt wirklich überall einreisen, vermutlich mit der Ausrede, dass sie eben, ja, als Miss Universe unterwegs ist. Dann hätten wir Gamera aus Japan. Wieso habe ich eigentlich hier oben... Achso, vermutlich, weil ich sie rekrutieren kann. Satoshi Takehashi aus Japan. Er ist Hacker, besonders geeignet für Hacking-Missionen, also Einzelgänger. Ist zu schüchtern und ungelenk, um Verführungsmissionen durchzuführen, aber ist auch arrogant. Wird sich selbst in den gefährlichsten Situationen niemals ergeben. Ach du je. Als ewiger Einzelgänger hat Satoshi seine formelle Ausbildung schnell zugunsten einer Karriere als Black Hat Hacker aufgegeben, was ihm einen sehr komfortablen Lebensunterhalt beschert hat. Er hat keine engeren Beziehungen und soweit bekannt auch keine Familie. Er steht in Verdacht, verschiedenste cyberterroristische Akte begangen zu haben, doch zugegeben hat er bislang nur einen. Vor 10 Jahren, als ein Filmunternehmen in Hollywood der Fortsetzung eines Blockbuster-Films über gigantische Seeungeheuer eine Absage erteilt hat, wurden die Bankkonten aller Produzenten auf mysteriöse Weise geleert. Der Regisseur des Films erhielt später eine extravagante Summe von einer nicht zurückverfolgbaren Quelle. Alles klar. Maestro, das ist ein überhaupt... Oh wow, der kann viel. Also wir haben hier jeweils immer 3 Sachen, 3 Punkte, und der Maestro hat halt einfach mal 5. Er ist Zielschütze, in bewaffneten Auseinandersetzungen besonders tödlich. Er ist auch Verführungskünstler, das, ja, so ein bisschen sieht er danach aus. Rennfahrer, beweist sich bei Exfiltrationen als äußerst geschickt im Umgang mit Fahrzeugen. Außerdem ist er doppelzüngig, spezialisiert auf den Umgang mit Doppelagenten. Rekrutierte Informationen benötigen weniger Kontrollbesuche. Informanten, Entschuldigung. Und er ist ehrlich. Sehr gewissenhaft, setzt weniger effektiv Bestechungsgeld ein. Allerdings mag ich, wenn jemand ehrlich ist. Thomas Breckinridge aus Großbritannien. Dieser Sohn des niederen Adels bringt die idealen Voraussetzungen für eine Karriere als britischer Spion mit. Er studierte zuerst in Eton, dann Oxford, Politik und Lyrik und absolvierte die Aufnahmeprüfung für das britische Sondereinsatzkommando mit Bravour. Thomas hat militärische Erfahrungen in Afghanistan und Irak gesammelt, doch es sind die Flure der Botschaften, in denen er wahre Glanzleistungen darlegt, wie das MI6 erst noch entdecken muss. Alles klar, also der englische Geheimdienst, dann hätten wir Mystery aus den USA, sie ist sehr, sehr schwach, aber er auch. Er ist tatsächlich, glaube ich, oh, guck mal, wow, sie ist sehr, sehr clever. Ich gucke gerade so ein bisschen nach den Werten und da würde mir sie theoretisch gefallen, aber wir müssen erstmal gucken, wer das so, wie die alle so drauf sind. Das wird jetzt halt leider sehr leseintensiv, die erste Folge, aber wir müssen ja gucken, mit wem wir es zu tun haben. Sie ist Pazifist. Verweigert womöglich brutal erscheinende Befehle, das wäre gar nicht mal so schlimm, finde ich. Wenig effektiv darin, Wissenschaftler fremder Nationen zum Überlaufen zu bewegen. Beeinflussbar. Methodisch, erledigt selbst die einfachsten Aufgaben mit größter Sorgfalt. Das kostet Zeit, fördert jedoch zumeist ausgezeichnete Ergebnisse zutage. Und sie ist ein Einzelgänger. Ja, also beeinflussbar spricht, finde ich, jetzt eher gegen sie. Gegen Madison Dew. Madison hat ihre Mutter bereits in jungen Jahren verloren und wurde von ihrem ehrgeizigen Vater früh auf eine akademische Bahn gelenkt. So begann sie ihr Studium in Harvard im Alter von 14 Jahren und studierte dort Psychologie, Medizin und Jura. Wow, das ist ein cleveres Mädchen.
Ihre herausragende und erkenntnisreiche Abschlussarbeit im Themenbereich der staatsübergreifenden Diplomatie hat sie auf den Radar verschiedenster Geheimdienste gebracht. Viele betrachten Madison als eine Art moderner Sherlock Holmes. Schließlich ist es ihr dank der Kombination ihrer Dreifachgebiete schon mehr als einmal gelungen, berüchtigte, ungeklärte Fälle der Kriminalgeschichte zu lösen. Das wäre jetzt schon wieder sehr interessant. Das macht sie, also ihre reinen Eigenschaften finde ich jetzt ein bisschen abschreckend. Also Einzelgänger, das ist halt schüchtern, ungelenk, ist selbst vielleicht ein bisschen beeinflussbar und kann wenig gut überzeugen, ist Pazifist, das heißt, sie könnte sich nicht mal großartig wehren. Aber der Text, der spricht jetzt wieder sehr für sie. Dann hätten wir hier Tiger. Grain Grey. Messerkämpfer, weiß mit Messern umzugehen. Durch exzellentes Training und frühere traumatische Erfahrungen beweist sich dieser Agent als besonders durchhaltefähig in Verhörsituationen. Und aalglatt, kann besonders gut entkommen, wann immer eine Exfiltration abgebrochen werden muss. Dieser Engländer von gehobener Abstammung ist ein ehemaliger Militärkundschafter. Grey, vermutlich ein Pseudonym, war ein Leutnant in der britischen Armee und Teil der Special Air Service, ehe er den Dienst nach 2 Touren quittierte und 5 Jahre in der französischen Fremdenlegion verbrachte. Der kompetente Soldat ist auf das Überleben unter Extrembedingungen spezialisiert, ein Themenbereich, in dem er sich auch als Dozent und Autor einen Namen gemacht hat. Seine Lieblingsanekdote: nach einer gescheiterten Operation in Nigeria tauchte er 4 Wochen später im Norden Libyens wieder auf, nachdem er die heißeste schwarze Sandwüste der Erde allein und zu Fuß durchquert hat. Um zu überleben, musste er seinen Hund essen und auf der Suche nach Wasser 4 Meter tiefe Tunnel graben. Doch hinter den eindrucksvollen Kriegsgeschichten verbirgt sich ein alternder Mann, der befürchtet, seine besten Tage bereits hinter sich zu haben. Ganz ehrlich, wer Hunde isst, den rekrutieren wir nicht. Sie sieht sehr interessant aus. Elite. Elite-Agenten sind kostspielig, weshalb ihre Vorgesetzten nur jeweils einen davon in ihrem Team gestatten. Oh, das ist aber gut. Guck mal, wir haben uns die... Ach, da sieht man es ja auch. Er und sie, das sind unsere beiden einzigen Elite-Agenten. Pazifist, verweigert womöglich brutal erscheint. Das hatten wir. Schwarzer Gürtel, besonders effektiv im unbewaffneten Kampf. Sie ist ehrlich. Exfiltrationsexperte, geübt in Exfiltrationen, kann diese Mission schneller erledigen als andere Kollegen und sie ist auch aalglatt. Cassandra Salvat. Diese belesene und sportliche Britin, die halt einfach nur für Frankreich arbeitet. Britin ist eine brillante praktische Philosophin, die an das Gute im Menschen glaubt. Cassandra hat sich als internationale Anwärterin auf die aussichtslosesten aller Fälle spezialisiert und erkämpft Freisprüche für selbst die blutigsten Diktatoren und gewalttätigsten Kriegstreiber. Absurderweise war sie es auch, die die ursprünglichen Dokumente vorgelegt hat, die sie überhaupt erst auf die Anklagebank gebracht hat. Ihren Überzeugungen zufolge ist die Bereitschaft der Gesellschaft zu vergeben, die die Übel der Welt tilgen wird. In ihrem unermüdlichen Streben nach Strafe und Vergebung für die menschlichen Abgründe hat sie viele gefährliche Gebiete besucht und einzigartige Fähigkeiten entwickelt. Sie wäre die perfekte Agentin, wenn ihr Handeln nicht von ihren philosophischen Überzeugungen bestimmt wäre. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen schlechter, ne? Schauen wir uns mal Shiva an. Aus Indien, Elite, Einzelgänger, Killerinstinkt, ein unbarmherziger Killer tötet bei jeder Oh, das ist aber nicht so gut. Verankert, er flüchtet nicht und er ist grob, zögert nicht auf öffentlichen Plätzen Waffen zu gebrauchen und kümmert sich nicht um mögliche Kollateralschäden. Da ist mir ehrlich gesagt, sie lieber. Aber lesen wir mal. Kuma wurde als Kind der Göttin Kali geopfert und in die Gruben eines verlorenen Tempels geworfen. Er überlebte in der Wildnis und entwickelte dort außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten sowie eine tiergleiche Persönlichkeit. Ohne einen Sinn für Recht und Unrecht hat er sich als Kannibale und Einsiedler einen Namen gemacht und wird von den Ortsbewohnern als Tiergott verehrt. Sein Körper ist eine lebendige Waffe, die er jederzeit gegen seine Feinde zu richten weiß. Ja, ich glaube, ich würde eher ohne körperliche Gewalt vorgehen wollen. Dann hätten wir hier Catch, ein Landsmann unseres Ehemannes. Su Man Ki, Pazifist, ehrlich, beeinflussbar, patriotisch, das hatten wir noch nicht.
Besonders gut vernetzt, Missionen im Heimatland dieses Agenten verlaufen schneller als gewöhnlich. Und eben auch ein Gürtel, ein schwarzer. Der aus Zentralkorea stammende So Man-ki ist dreifacher Weltmeister in Sireum, was auch immer das ist, einer traditionellen und brutalen koreanischen Sportart. Der über 2 Meter große und 170 Kilo schwere Koloss mag furchteinflößend erscheinen, doch er ist ein sanfter Riese, ein überzeugter Katholik und Tierliebhaber. Wo immer ein Problem rohe Gewalt erfordert, ist So Man-ki der richtige Kandidat. Tierliebhaber finde ich gut. Kirche muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann nennen wir hier Liberty. Sie sieht interessant aus. Zielschütze, Draufgänger, arrogant, Extremisten und Unglücksbringer. Dieser Person zugewiesene Schützlinge haben die Tendenz, überraschend zu sterben. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Libertys ganzes Leben wurde von einer... Hat sie deswegen vielleicht auch die vielen Narben, weil sie öfter mal... Hier zum Beispiel auch eine riesige Narbe an der Schulter. Oder sollen die so sein? Sind die vielleicht sogar gewollt? Auf jeden Fall eine sehr interessante Erscheinung, gerade mit den vielen Narben. Bei ihm kann ich es noch verstehen. Bei ihr ist es halt eher... Ja... Libertys ganzes Leben wurde von ihrem Frausein definiert. Als leidenschaftliche Patriotin und fest entschlossen, sich ein Leben im Militär aufzubauen, absolvierte sie die knallharte Aufnahmeprüfung für die Spezialeinheit der 75. Ranger-Elite. Trotz ausgezeichneter Ergebnisse konnte sie der Einheit jedoch nicht beitreten. Ihre körperliche Fitness und Entschlossenheit hat sie zur Teilnahme an mehreren armeeinternen Wettbewerben getrieben, doch frustriert von der undurchdringbaren Kommandokette und von ihrem Geschlecht in Schranken gewiesen, begnügt sich diese herausragende Soldatin nun damit, als gemeinhin gefürchtete Ausbilderin in der besten Armee der Welt zu arbeiten. Alles klar. Tatsächlich würde ich wegen dem Unglücksbringer vielleicht einen Bogen um sie machen, aber wir haben sicher auch Missionen, wo das komplett irrelevant ist. Und dann hätten wir Slavik. Er ist Hacker, hat einen Killerinstinkt und handelt überstürzt, erledigt Aufgaben stets sehr schnell, doch ein Mangel an Gewissenhaftigkeit kann zu weniger effektiven Ergebnissen führen, das ist nicht ganz so gut und er hat verdammt viele Haftbefehle. Alexei Bogachev aus Russland. Der höchstwahrscheinlich in Moskau geborene Alexei hat die Schule schon früh geschmissen und sich selbst das Programmieren beigebracht. Nun operiert er mit einem Netzwerk aus tausenden Computern aus verlassenen Industriezentren heraus und führt Hacks, Diebstähle, Cyberangriffe und alle Arten von Betrugsmaschen durch. Nach dem 31-jährigen Millionär wird im Westen gefahndet, weshalb sich Alexei nie lange an einem Ort aufhält. Sein Unternehmen wird davon jedoch in keinster Weise beeinträchtigt. Und last but not least, Kalif. Ein Fluchtexperte kann im Fall einer Festnahme womöglich eigenständig aus der Haft entkommen. Verschwiegen. Unbrechbar, wird selbst unter Folter keine kompromittierenden Informationen verraten, gefällt mir gut. Auch ein Unglücksbringer, das ist nicht so schön. Zielschütze, bei Waffen auseinandertötig und ein Schmuggler. Ist in verschiedene mehr oder minder legale Geschäfte verstrickt und hat keinerlei Probleme im Ausland eine Waffe zu finden. Gefällt mir soweit. Baran Sirin. Der in Kinik in Türkisch-Kurdistan geborene Baran verfiel früh einem militanten sunnitischen Islamismus und lief von zu Hause davon, um sich dem Betrides-Clan in Fallujah, Irak anzuschließen. Unter dem Namen Omar al-Fallujah war er zunächst als Imam tätig und gründete anschließend während des US-irakischen Kriegs von 2003 eine Widerstandszelle. Er war eines der Gründungsmitglieder des Islamischen Staates, verachtete aber ihre Abhängigkeit von Systemgewalt. Der bereits als nächster Kalif von Daesh gefeierte Baran floh schließlich von seinem Posten, wurde von westlichen Sondereinsatzkommandos aufgespürt und inmitten der Sigma-Krise in die Türkei zurückgebracht. Okay, das finde ich wiederum bedenklich. Wie viele dürfen wir rekrutieren? Ich finde ihn ganz cool, ehrlich gesagt. Verführungskünstler, doppelzüngig, das ist ja... Ich würde auf jeden Fall sie rekrutieren. Das wird meine Elite. Warum sollte... Oh, wir müssen tatsächlich rekrutieren. Okay, warum sollte ich für sie arbeiten? Wenn sie mir diesen Gefallen tun, werde ich alle ihre Haftbefehle aus den... Ach, sie hat keine Haftbefehle. Ich möchte einem muslimischen Staat die Möglichkeit schenken, sich friedlich zu entfalten. Ich möchte eine bessere Welt schaffen. Ich würde mal sagen, eine bessere Welt, oder?
Ich bin beeindruckt. Sie haben einen weiteren Agenten für sich gewonnen. Yay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Sie haben wir rekrutiert. Wir können noch 3 weitere auswählen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich hätte, glaube ich, gerne den Maestro. Er gefällt mir, hat keine Haftbefehle. Rennfahrer, Verführung. Das Ding ist halt, sie ist ja eine sie ist Pazifistin. Allglatt. Mit ihm hätten wir einen Verführungskünstler. Das wäre ganz praktisch. Lyrik, Afghanistan, Irak, Botschaften, Glanzleistungen, die MSX. Ich versuch's mal. Also gut. Warum sollte ich für sie arbeiten? Es wäre eine unglaubliche Verschwendung ihrer Talente, wenn sie den Rest ihres Lebens an vorderster Front verbringen und bloß auf die nächste Kugel warten. Ich möchte ihnen eine gigantische Summe zahlen, um etwas völlig Ungeheuerliches und Gefährliches zu tun. Ich brauche einen skrupellosen Killer. Skrupelloser Killer passt nicht zu ihm. Ich glaube, das hier ist es auch nicht. Ich denke, es wird das hier sein. Es wäre eine Schande an der Front. Herzlichen Glückwunsch. Einen besseren Agenten werden Sie nicht finden. Sehr gut. Es lohnt sich, dass wir das alles durchlesen. Aphrodite fände ich ehrlich gesagt... Ich hätte gerne 2 Frauen und 2 Männer. Und Aphrodite fände ich auch sehr interessant. Verführungskünstlerin, prominent. Wir bräuchten aber, glaube ich, noch jemanden. Jetzt muss ich hier gerade noch mal gucken. Er könnte... Er ist Zielschütze. Er ist besonders tödlich. Wir sollten aber vielleicht noch mal jemanden haben, der... Wir sollten noch einen Hacker rekrutieren. Er eventuell? Oder wer war unser anderer Hacker? Das war er, nicht wahr? Hacker, Einzelgänger und arrogant. Hacker, Killerinstinkt und überstürzt. Das Arrogant stört mich ein bisschen. Andererseits, er wird sich nicht ergeben. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und ich hätte gerne einen Hacker. Das heißt, ich werde versuchen, Gamera zu rekrutieren. Ich versuch's einfach mal. Ich möchte einen Hacker haben. Okay, warum sollte ich mein Leben aufs Spiel setzen? Der Staat muss wieder einmal Bürger ausschalten, ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Möchten Sie die Zukunft des Krieges sehen? Roboter, Drohnen, wenn Sie sich das vorstellen können, wenn Sie es sich vorstellen können, besitze ich es bereits. Ich möchte ein Muslim. Ich glaube, das ist es, die Zukunft. Wir beide werden ein großartiges Team abgeben. Sehr schön, da haben wir das geschafft. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was uns noch fehlt. Einen Verführungskünstler haben wir schon. Sie wäre natürlich eine weibliche Verführungskünstlerin. Das kann uns Vorteile bringen. Er hat seinen Hund gegessen. Das war er doch, oder? Ja, ihn rekrutiere ich nicht. Er hat seinen Hund gegessen. Er ist Elite, da dürfen wir nicht nochmal. Er würde mir irgendwie gefallen, aber dann hätten wir schon 2 Sie ist Pazifist, oder? Ja, sie. Dann hätten wir schon 2 Pazifisten. Andererseits hätte er einen schwarzen Gürtel. Den sie auch hat, okay. Sie wäre vielleicht eine Idee, einfach weil sie sehr stark ist. Momentan fehlt es uns, wobei es auch sehr stark, das würde gehen. Sehr stark, sehr intelligent, ausgeglichen. Und jetzt würde ich gerne vielleicht nochmal jemand Ausgeglichenen haben. Ihn will ich nicht. Er ist Hacker, noch einen Hacker kann ich nicht gebrauchen. Ich glaube, ich würde Aphrodite wählen. Eine weibliche Verführerin, prominent, inkognito. Ich muss mal gerade gucken, was sie antreibt. Sportlich, entschlossen und loyal. Mehr zu sein als nur ein schönes Gesicht. Okay, schauen wir mal, ob wir sie bekommen. Ich repräsentiere ihre beste Chance, um etwas mit ihrem Leben anzufangen, was wirklich zählt. Muslimischer Staat, oder? Sie machen sich Sorgen, dass Sigma das Weltfinanz... Ich glaube, es ist das hier. Wir sind ihre beste Chance für mehr als ein schönes Gesicht. Ich bin beeindruckt. Sie haben einen weiteren Agenten für sich gewonnen. Sehr schön. Errungenschaft, perfekte Personalplanung, vermutlich, weil wir tatsächlich jeden Einzelnen bekommen. Ihn hätte ich auch ganz gern gehabt, ehrlich gesagt. Aber da war eben die Frage, nehme ich ihn oder nehme ich ihn? Und er hatte halt einfach wahnsinnig viele Aufträge. Keine Haftbefehle. Keine Haftbefehle und keine Haftbefehle. Und sie hat auch gar... Oh. Ach so, klar. Aber wir haben jetzt allesamt Leute, die keine Haftbefehle haben. Fahren wir mal fort. Und ich würde dabei bleiben. Wir haben hier Pazifist einmal. Sie ist die einzige Pazifistin. Sie ist ehrlich. Allglatt. Ich hoffe einfach mal, mit diesem attraktiven, jungen, dynamischen Team kommen wir durch. Er ist Einzelgänger, das ist aber kein Problem. Wir haben einen männlichen Verführungskünstler und einen weiblichen, für den Fall, dass das einen Unterschied macht, dass es irgendwie relevant ist. Ein Hacker.
Exfiltrationsexpertin, Rennfahrer. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Espoir, okay. Diese Karte verschafft mir eine Übersicht zu der globalen Lage unserer Mission. Da sind wir. Oh je, ich lese mir das erstmal vollends durch, ne? Das sind meine Arbeitgeber. Hier oben. Das ist die Beziehung zu ihren Vorgesetzten. Felderwert auf Null endet das Spiel. Je höher dieser Wert ist, desto öfter wird sie ihre Regierung für ihre Arbeit belohnen, indem sie zum Beispiel verlorene Agenten ersetzt. Das sind meine Arbeitgeber. Diese Zahl repräsentiert ihre Zuversicht in meine Leistung. Sollte ich sie enttäuschen? Nun, in dieser Branche ist es eher unangenehm, gefeuert zu werden. Dann haben wir die ganzen anderen Länder. Die anderen Länder haben ebenfalls eine Vertrauenswertung zu der Nation, die mich beauftragt hat. Wenn diese Zahl sinkt, werden Missionen und Verhandlungen erschwert und niemand mag es, wenn die Sache kompliziert wird. Ich nehme an... Moment. Ebenfalls eine... Moment. Ach, Vertrauenswertung? Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob dieses Glöckchen... Schauen wir mal hier einfach an. 50, 37. Ich nehme an... das Händchen, das sagt uns, wie viel Vertrauen da ist. 56. Haben wir bei jemanden, bei dem es richtig schlecht steht? 36 ist nicht viel. 53... 45 und 39. Das ist die Weltuntergangsuhr. Alles klar. Je größer das Risiko der Selbstzerstörung der Menschheit, desto näher rückt der Zeiger gegen Mitternacht. Ich muss alles in meiner Macht tun, um zu verhindern, dass die Uhr 12 schlägt. Ansonsten wird es wohl niemand mehr hören. Die Weltuntergangsuhr repräsentiert die internationalen Spannungen. Erreicht der Zähler sein Maximum, beginnt der globale Nuklearkrieg und das Spiel ist vorüber. Das sollten wir tatsächlich bitte verhindern. Dann hätten wir die Sigma-Schaltfläche. Diese Schaltfläche öffnet die Wissenschaftsübersicht. Dort kann ich meinen Wissenschaftlern Projekte zuteilen und ihren Fortschritt beobachten. Das wäre ganz cool. Wir sollten uns eben tatsächlich Wissenschaftler suchen. Was habe ich denn hier eigentlich? 80%. Vielleicht schützt uns Deutschland zu 80%, wer weiß. Mit den vielen Köpfchen. Diese Schaltfläche öffnet eine Tabelle, die mir alle Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren auf der Weltbühne anzeigt. Diplomaten, Terroristen, einflussreiche Gruppen, unsere Beziehungen und die von ihnen erhaltenen Missionen werden hier angezeigt. Das ist gut. Beim Zahnrädchen können wir verschiedene Spieleinstellungen anpassen und das Spiel beenden. Dann haben wir das Sigma hier. Hier wird die Zahl der von mir entdeckten Technologien angezeigt. Wenn sie 15 erreicht, habe ich mein Ziel fast erreicht. Das streben wir also an. Und mein Ziel ist es, Sigma-Technologien vor den anderen Nationen zu entdecken und für meine Nation zu beanspruchen. Um das zu tun, brauche ich Wissenschaftler, von denen sich der Großteil im Ausland befindet. Das erste, was ich tun sollte, ist, meine Agenten auf Missionen zu schicken, indem ich das Symbol über fremde Länder ziehe. Nein, nochmal. Indem ich ihr Symbol über fremde Länder ziehe, kann ich sie in diese Nationen schicken. Also wenn wir zum Beispiel unsere gute... Das ist Aphrodite, Gamera... Name vergessen. Ich glaube, wie hieß er? Maestro und Espoir. Da kann ich also sie zum Beispiel in irgendein Land schicken. Die sagt, wenn wir versuchen, eine gegnerische Drohne zu hacken und unter unsere Kontrolle zu bringen. Verwendet Verstand. Aufklärung nicht möglich... Ich kann mir also erstmal nur sie ansehen. Das erste, was ich tun sollte, ist, meine Agenten auf Mission zu schicken, indem ich ihr... Ja, das... Okay, wohin soll ich sie denn schicken? Das ist die Frage. Wohin schicke ich unsere gute Espoir? Oder wisst ihr was? Das machen wir erst das nächste Mal. Dann haben wir in dieser Folge in der ersten erstmal so eine kleine Einführung gehabt. Wir haben die Agenten kennengelernt. Wir haben erfolgreich rekrutiert. Und dann geht's einfach in der nächsten Folge... weiter, beziehungsweise... Nee, wisst ihr was? Mach mal nicht. Ich schicke sie zuerst mal in Land. Wollen wir sie als erstes? Sie kommt aus... Sie ist Britin, ist aber, glaube ich, in Frankreich, Frankreich zugeteilt gewesen. 37? Ich würde sie... Moment, was macht sie hier? Muss erst mal gucken. Der Agent wird versuchen, eine gegnerische Drohne zu hacken und unter seine Kontrolle zu bringen. Eine gegnerische Drohne. Und ich habe überall schon Kontakte, oder?
wo denke ich, dass wir könnten mit Russland anfangen, aber die Beziehungen dahin sind nicht so sonderlich gut. Aber ich glaube, für den Anfang ist es relativ egal. Hier vielleicht? Deutschland? Deutschland ist kein Ziel. Ich könnte auch mit England anfangen oder eben tatsächlich, komm, machen wir mal Russland. Wenn ich alle Missionen vergeben habe, kann ich meine Befehle mit der Schaltfläche Runde beenden bestätigen. Aber mit ihm kann ich doch auch was machen, oder? Gott, eine gegnerische Drohne. Ich schicke die jetzt einfach mal irgendwo hin. Oh. Deutschland, Türkei. Der Agent muss seine Schusswaffe ablegen, um schneller reisen zu können. Schnellreise oder Infiltration? Also, warte mal ganz kurz. Ich könnte ihn auch erstmal nach England schicken. Da ist er zu Hause. Eins, eins. Dann machen wir doch mal Infiltration. Dann hätten wir hier Gamera. Er wird auch versuchen zu hacken. Wie wäre es, wenn du das in Japan tust, wo du zu Hause bist? Machen wir einfach doch mal Infiltration. Und dann hätten wir noch Aphrodite, die auch versuchen wird, eine Drohne zu hacken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die dafür so gut geeignet sind. Schicken wir sie mal in die USA. Auch Infiltration. Okay. Ich weiß noch nicht, wie. Ich beende jetzt einfach mal die Runde und dann lasse ich die mal machen, oder? Okay. Alle reisen. Oberst, hier ist der aktuelle Fortschritt unserer laufenden Projekte. Ich bin in London eingetroffen, erwarte weitere Befehle. Und ich bin in Moskau eingetroffen, erwarte weitere Befehle. Okay. Wie? Ich glaube, ich kann das erstmal schließen. Was mache ich denn jetzt? Hier geht's weiter. Mein Agent ist am Ziel eingetroffen. Mit einem Klick auf das Porträt kann ich dem Agenten eine Mission zuweisen. Ah, jetzt geht das. Okay. Ich nehme an, die Punkte sprechen für Dinge, die wir machen können. Der Agent wird die Umgebung auskundschaften. Dadurch erhöht sich die Erfolgschance zukünftiger Missionen in dieser Stadt. Verwendet Stärke, das ist jetzt nicht so gut. Sie ist nicht unbedingt stark. Potenzielle Zielpersonen untersuchen. Versuchen, eine Sigma-Wissenschaftler zu finden. Verstand. Versuchen, auf dem Schwarzmarkt eine nicht zurückverfolgbare Waffe zu erwerben. Die Alarmstufe vor Ort könnte dadurch erhöht werden. Stärke. Hacken ist nicht so ist. Ich denke mal, wir lassen sie einen Sigma-Wissenschaftler suchen, oder? Wissenschaftlerin. Versuchen einen Sigma. Ja, das hier bitte. Verfügbare Ziele. Ich weiß nicht, was es mit ihm auf sich hat. Okay, Sigma-Ermittlungen. Entschuldigung, ich muss dran denken. Unten erscheint hier der Tooltip. Unsere derzeitige Priorität ist es, Wissenschaftler im Dienst fremder Nationen zu finden. Einige Agenten sind für diese Aufgabe besser geeignet als andere. Hacking. Informationen zu stehlen oder zu manipulieren ist für den Erfolg unserer Operation unabdinglich. Wenn der Agent von unserer Nation aus agiert, stehen ihm die besten Werkzeuge zur Verfügung, doch die Chance, entdeckt zu werden, ist deutlich höher. Aufklärung: Besitzt mein Agent ein Netzwerk aus Kontakten in diesem Land, werden die Einsätze vor Ort erleichtert. In einem Notfall könnten gute geografische Kenntnisse ebenfalls von Vorteil sein. Oder Waffe finden. Aufgrund der Luftsicherheitskontrollen und ihrer verdeckten Identitäten reisen unsere Agenten ohne eine Waffe, aber nichts hindert sie daran, nach der Ankunft an einem Zielort eine Waffe auf dem Schwarzmarkt zu erwerben. Außer natürlich, dass sie Pazifistin ist. Was wir hier sehen. Exfiltration wäre gut. Sie ist ehrlich, Pazifisten, Elite. Ich würde mal sagen, man tatsächlich einen Wissenschaftler finden. Perfekt. Ich werde diesen Staat untersuchen. Ich schicke Ihnen einen Bericht in 2 Tagen. Das finde ich sehr gut. Dann kann ich aber auch hier weitermachen. Er war Verführungskünstler. Wer ist sie? Diplomat. Geschlecht, männlich, Präfer. Okay, es hat also tatsächlich Vorteile, dass wir männliche und weibliche Verführungskünstler besitzen. Das ist ganz gut. Tierende Akten, keine. Der Agent wird versuchen, Kompromat gegen die Zielperson zu finden, um ihnen einen Vorteil bei künftigen Verhandlungen zu verschaffen. Nutzt Stärke oder Verstand, je nachdem, welcher Wert höher ist. Er hat ja mehr Stärke. Hacken ist nicht so seins. Ich würde mal sagen, ein Wissenschaftler finden ist auch nicht so seins, aber er könnte tatsächlich über sie ein bisschen. Er könnte sie untersuchen. Ich werde sehen, ob sich in der Vergangenheit dieses Diplomaten irgendetwas finden lässt. Stärke ist immerhin sehr hoher Wert. Dann hätten wir den guten Gamera. Ihn könnte ich tatsächlich hacken lassen. Denn Hacken ist ja sein Spezialgebiet. Aber dann muss ich erst noch warten. Haftbefehle keine. Und theoretisch ist auch unsere gute Aphrodite noch längst nicht am Ziel angekommen. Da würde ich doch mal sagen,
beenden wir die Runde erstmal. So. Sie ist paranoid, reagiert positiv auf Verschwörungstheorien und Überwachungsängste. Ich habe etwas zu der Zielperson gefunden, das womöglich hilfreich sein könnte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, was das hier bedeutet. Werden wir noch rausfinden. Das war das unter von 3 auf 10%. Ich nehme an, das sind unsere Fortschritte bei den Technologien. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Hatte sie schon Erfolg? Wissenschaftler finden, da ist sie dabei. Einen Tag noch. Er hat schon was gefunden, das ist gut. Wir könnten noch weiter versuchen, das Ganze untersuchen zu lassen. Er ist noch unterwegs und sie ist auch noch unterwegs. Die beiden haben es ja ein bisschen weiter. Dann würde ich fast sagen, darf sie... Achso, nee, sie müssen wir warten. Wir könnten ihn theoretisch in ein anderes Land schicken, um da auch noch ein bisschen was zu finden. Was ist eigentlich noch mit ihr? 51, weiblich-männlich, Zugehörigkeit. Wir könnten noch mal untersuchen lassen, denn sie hat ja 2 Eigenschaften. Also noch mal los. Und wir beenden auch diese Runde, würde ich sagen. Ich würde gerne einmal alle meine Agenten 15 formell. Bevorzugt bei Verhandlungen Formalitäten und Respektsbekundungen. Das ist ganz gut, denke ich. Und dann, damit ist er hier fertig. Oh, hallo Schatz. Soraya, ich habe gehört, du bist mit der Leitung der Sigma-Division beauftragt worden. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Park. Deine Liebe und Unterstützung bedeuten mir viel. Oder ich kenne dich, Park. Ich tue mein Bestes, um dir mithilfe meiner Position deine beruflichen Ziele zu erfüllen. Aber du musst im Gegenzug auch etwas für mich tun. Ich weiß, dass es dich ärgert, Park. Sie haben mir diese Aufgabe anvertraut und nicht dir. Aber bei deiner Position solltest du dich wirklich nicht beschweren. Park, ist sie... Ich weiß jetzt nicht, warum wir so... Hier habe ich tatsächlich keine Ahnung. Danke, Park. Deine Liebe und... Ich sage jetzt einfach mal das hier, denn das würde ich von einem Ehemann erwarten. Ja? Das berührt mich sehr, Soraya. Aber übernimm dich nicht. Wir beide wissen... Was für ein gefährliches Feld die Politik sein kann. Wir werden einander brauchen. Wenn ich auf dich zählen kann, kannst du es auch. Und ihre romantische Beziehung wurde gestärkt. Das finde ich ja mal sehr schön. Endlich! Einer meiner Agenten hat einen Wissenschaftler in einer ausländischen Sigma-Division gefunden. Ich sollte die Akte anklicken. Das machen wir jetzt auch noch. Wer war das denn? Sie hat das geschafft. Sehr gut. Ist er das? Identifizieren. Könnte ich auch jemand anderen? Nein, ich kann nicht. Okay. Mein Agent kennt diese Position, kennt die Position des Wissenschaftlers, aber nicht viel mehr. Ich könnte den Agenten beauftragen, mehr über den Wissenschaftler, wie zum Beispiel seine Schwächen, herauszufinden. Je besser wir die Zielperson kennen, desto besser können wir unsere Methoden wählen. Wir können die Zielperson beispielsweise verführen, zu einem Seitenwechsel überzeugen oder ein paar Gelder in unserem Budget locker machen, um sie zu bestechen, auch wenn das meine Vorgesetzten nicht sonderlich freuen würde. Wir könnten sie natürlich auch entführen, aber es ist fragwürdig, ob diese Person danach noch ihre beste Arbeit abliefern würde. So oder so ist diese Person zum Greifen nah. Wir werden sie dazu bringen, für uns zu arbeiten. Das ist der erste Schritt zum Sieg. Dann würde ich doch mal sagen, wir identifizieren das mal. Der Agent wird versuchen, weitere Informationen... Bei Verstand, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Sie ist relativ clever. Wir hätten ihn hier. Ich weiß jetzt nicht, was er... Oder diese Person entführen, verführen... Oder dieses Persönchen hier. Es ist halt die Frage, wen wir wählen. Ich glaube, diese Gesichter... Ja, die sind alle gleich. Wir hätten natürlich Igor schon gefunden. Wir könnten hier auch sagen, dass untersucht werden soll. Dann würden wir was über ihn rausfinden. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich werde sehen, ob sich in der Vergangenheit dieses Diplomaten irgendetwas finden lässt. Vielleicht hätte ich auch jemand anderen untersuchen sollen. So, Gamera ist angekommen. Mitsuko Hayashi, aber ihn würde ich gerne hacken lassen. Verfügbare Ziele? Nein. Nee, wir lassen ihn tatsächlich hacken. Dafür ist er da. Hacking ermöglicht es unseren Agenten, wissenschaftliche Daten einer fremden Nation zu stehlen oder zu vernichten. Das ist gut. Ich kann das Ziel auf dieser Karte wählen, die Alarmstufe der betroffenen Nation und ihre Abwehrtechnologien sowie die geografische Position unseres Hackers haben alle Einfluss auf die Erfolgschancen. Befindet sich der Hacker in unserer Nation, profitiert er von unserer Infrastruktur, was ihm die Arbeit erleichtert.
Aber im Falle eines Fehlschlags wird das Zielland wissen, dass ich den Angriff befohlen habe, was diplomatische Konsequenzen nach sich zieht. Befindet sich der Hacker im Zielland, erhöht die geografische Nähe die Chancen auf einen Erfolg, aber im Fall eines Fehlschlags könnte der Agent geortet und womöglich festgenommen werden. Befindet sich der Hacker in einem Drittland, ist die Operation nicht zurückverfolgbar, aber aufgrund der Entfernung und der fehlenden Spezialausrüstung auch weniger effektiv. Das heißt, wir könnten in Japan tatsächlich... Okay, wir könnten ihn in Japan arbeiten lassen. Ich nehme an, die zwei Punkte bei Sicherheit haben wir überall. Das ist unser Heimatland. Ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt... Kann ich hier eigentlich... Ja, ich kann es noch hacken. Japan. Hardware 1, Diskretion 2. Ich könnte es versuchen. Ich versuche es einfach mal. Okay. Verstanden, ich melde mich in 2 Tagen. Ich weiß es gerade nicht, ob ich da noch was anderes gerade versehentlich angeklickt habe. Dann hätten wir ihn. Der Maestro hat herausgefunden über sie, dass sie vom Mann ist. Genau, wir könnten ihm jetzt eine neue Aufgabe zuweisen. Naja, Verstand ist jetzt nicht unbedingt das Tollste bei ihm. Aufklärung. Ich würde ihn ehrlich gesagt gerne reisen lassen, aber ich weiß noch nicht wohin. Schauen wir erstmal, was Aphrodite herausgefunden hat. Susan Harris. Sie ist ja relativ... Ja gut, was machen wir mit ihr? Aphrodite hatte... ist eine Verführungskünstlerin. Und Susan Harris bevorzugt aber Männer. Vielleicht hätte ich unsere beiden erstmal noch nicht durch die Gegend fliegen lassen sollen. Aber sie könnte sich theoretisch hier... Moment, sie könnte sich ein Netzwerk aufbauen. Ah, Stärke. Okay, Stärke ist nicht so groß. Wissenschaftler finden, das wäre Verstand. Hacken auch Verstand. Ich würde mal sagen, sie darf einen Wissenschaftler aufspüren. Wir versuchen es einfach mal mit ihr. Und er könnte eventuell einfach... Ich lasse ihn mal weiter nach Frankreich reisen. So. Beenden wir die Runde einfach mal und hoffen, dass er nicht geschnappt wird. 25, 25... Ignorant. Gutgläubig wird glauben, dass ihre Vorschläge vorteilhaft sind, wenn sie nur im bestmöglichen Licht darstellen. Okay. Er ist noch mitten dabei zu hacken. Ich hoffe, er wird nicht erwischt. Und er ist angekommen. Wir könnten theoretisch... Ich würde erstmal sie hier gerne einen Wissenschaftler finden lassen. So, 2 Tage braucht sie, dann hätten wir das geschafft. Und dann könnte ich ihn theoretisch hoffentlich einfach mal nach Russland fliegen lassen. Machen wir doch mal das hier. Hat sie jemanden gefunden? Sie braucht noch ein wenig Zeit. Ich würde jetzt aber tatsächlich gerne unterbrechen, denn ich wollte eigentlich so eine Dreiviertelstunde für die erste Folge. Dann konnten wir wenigstens so ein bisschen was angucken. Hier haben wir eine Übersicht, das können wir noch schnell machen. 0, Robotik. Okay. Um zu gewinnen, muss meine Nation die ultimative Sigma-Technologie als erstes entschlüsseln. Das ist der Sigma-Technologiebaum. Jede Technologie verändert die Regeln in diesem kalten Krieg. Bis zu 2 Wissenschaftler können jedem Forschungsbereich zugewiesen werden. Ein im jeweiligen Fachgebiet spezialisierter Wissenschaftler wird offensichtlich schnellere Fortschritte machen. Wenn ich eine Technologie erforsche, die bereits von einer anderen Nation entdeckt wurde, kann ich sie rückentwickeln. Die Rückentwicklung beschleunigt meinen Forschungsfortschritt, aber ich profitiere nicht von dem mit der Technologie in Verbindung stehenden Vorteil, da sie bereits entdeckt wurde. Alles klar, das sind meine beiden Wissenschaftler hier, deswegen aber... Ah, und da geht es darum, wie schnell wir an denen arbeiten, verstehe. Und wir müssten natürlich dann noch Neurowissenschaft, Medizin... Astrophysik, das müssten wir dann noch lernen. Dann kriege ich jetzt noch einmal das hier schnell an. Das ist meine Übersicht, was die gerade anstellen. Da hätten wir die Wissenschaftler, die wir eventuell rekrutieren könnten, beziehungsweise die wir schon haben. Dann würde ich doch mal sagen, nächstes Mal machen wir mit unserem wunderbaren Team weiter und auch mit unserem wunderbaren Ehemann, Park Jae-sung. Espra, Maestro, Gamera und Aphrodite, das sind unsere Leute. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Hoffen wir einfach, dass wir den Kalten Krieg verhindern können. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Denkt dran, morgen kommt das Spiel raus, falls ihr auch neugierig seid. Ihr habt es ja gesehen, wie man... Oh, das finde ich übrigens gut, dass man die hier nochmal genauer anschauen kann. Das finde ich super. Das finde ich sehr, sehr gut.
Hier haben wir zum Beispiel die Wissenschaftler, das sind die beiden, die ich eventuell rekrutieren könnte. Auf die ein oder andere Weise. Gut, macht euch also noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal bei Sigma Theory wieder. Bis dahin, bye bye!